Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Elyas Mbarek spricht über seine Ehefrau ++. Luca Henny spricht über Familienplanung ++. Loris Karius und Diletta Leotta werden Eltern. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 26. März 2023. Elyas Mbarek spricht über seine große Liebe. Jessica und Elyas Mbarek, 40, feierten am Samstag, 25. März 2023, die Spa Awards im Biohotel Stanglwirt in Österreich. Der Schauspieler wurde sogar als erster Mann zum Beauty-Idol gekürt. Immer an seiner Seite, seine schöne Ehefrau. Wie verliebt die beiden sind, machte der 40-Jährige vor dem roten Teppich auch im Interview mit RTL deutlich. Persönlichkeit, lautet seine knappe Antwort auf Annika Laus, 44, Frage, worauf er bei Frauen achte, und Jessicas Persönlichkeit konnte den einst so beliebten Junggesellen offensichtlich sofort überzeugen. Schönheit kommt, so platt es klingen mag, von innen, fasst Mbarek zusammen und erklärt. Wenn jemand besonders interessant ist, ein schönes Lachen hat, eine gute Ausstrahlung, guten Humor oder interessante Dinge zu erzählen hat und vor allen Dingen sich selber wohlfühlt. 25. März 2023. Luca Henny über Kinderplanung. Bin bereit dafür. Luca Henny, 28, und Christina Luft, 33, lernten sich bei Let's Dance kennen und lieben. Seit 2020 sind der Sänger und die Profitänzerin ein Paar. 2022 verlobten sie sich, wann die große Hochzeit stattfinden wird. Ist bisher allerdings nicht bekannt. Im Podcast Sie Talk, der Podcast der Schweizer Illustrierten, spricht der 28-Jährige nun jedoch über die Familienplanung mit Christina. Ich möchte gerne eine Family, wenn alles klappt. Grundsätzlich bin ich bereit dafür, so Henny, betont aber auch, dass aktuell kein Baby in Planung sei, beide sind momentan beruflich sowie privat sehr stark ausgelastet. Christina tanzt aktuell bei Let's Dance mit. Danach wird das Paar als Moderationsduo für das Schweizer Tourneetheater Das Zelt durch die Show Young Artists Best of Switzerland führen. Doch irgendwann wird es auch wieder ruhiger, weiß der Musiker. Mal gucken, was die Zeit bringt, lauten seine abschließenden Worte über die Kinderplanung. 24. März 2023. Loris Karius und Diletta Leotta werden Eltern. Profifußballer Loris Karius, 29, und die italienische DAZN-Sportmoderatorin Diletta Leotta, 31, erwarten Nachwuchs. Das hat das Paar wenige Monate nach seinem Liebeshooting Anfang 2023 und ersten Babygerüchten nun auf Instagram bestätigt. In einem emotionalen Video liegen sich die werdenden Eltern überwältigt von ihren Emotionen in den Armen. Dazu läuft der Coldplay-Song Fix You. Wir müssen euch etwas sagen. Könnt ihr es schon erahnen? Es lässt uns vor Freude explodieren. Bald sind wir zu dritt, heißt es weiter. Für den Ex von Sofia Tomala, 33, mit der er von Januar 2019 bis Juni 2021 liiert war, und Diletta ist es das erste Kind.